Heutzutage gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten zu bezahlen. Wichtig ist, dass wir bei operativen Eingriffen das Finanzielle eigentlich vor der Operation schon geklärt haben. Das heißt, die Einzahlung muss bei uns vor der OP geleistet sein. Man kann das heute per Überweisung machen, man kann per Kreditkarte zahlen, man kann bar zahlen natürlich. Es gibt auch verschiedene Ratenzahlungsmodelle heute. Da haben wir externe Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann kann man dort eine Finanzierung planen. Die Beratung kostet heute 200 Franken bei operativen Eingriffen. Das haben wir früher anders gehandhabt, aber nachdem ich dann auch hier und da einfach mal am Samstagmorgen gewartet habe, bis ein Kunde kommt, haben wir das irgendwann umgestellt, das System, und berechnen eben heute die 200 Franken auch eben beim Nichterscheinen. Und dadurch haben wir eigentlich die No-Show-Rate relativ stark reduziert. Ich denke, das ist auch verständlich für beide Seiten. Und es ist vom Gesetzgeber her grundsätzlich sogar gefordert, weil es eine geldwerte Leistung ist, so nennt man das, und für diese Arbeit eben bezahlt wird. Wir haben versucht, für die Kunden dann eine ideale Lösung zu finden und rechnen eben diesen Betrag dann auf jeden Fall an die Operation oder eine andere Behandlung an. Die Unterschiede bei der Narkose heute sind sicher sehr wichtig bei der Vorbesprechung. Und zwar haben viele heute Angst davor, dass man einen sogenannten Schlauch in den Hals bekommt, der dann auch das bekannte Kratzen auslösen kann nach der Operation, so ein leichtes Halsweh. Heute verwenden wir jedoch in den meisten Fällen eine sogenannte Larynxmaske. Das ist eigentlich ein sehr weiches Plastik, was im Prinzip hinter die Zunge geschoben wird und dann dort eben die Beatmung sicherstellt. Das ist insofern angenehmer, dass wir eben kein Kratzen mehr spüren und dass es etwas weniger traumatisch ist, das Ganze. Das macht eine Narkose heute auch viel verträglicher noch. Ganz entscheidend heute für eine Narkose bei jeglicher Art von ästhetischen Operationen ist natürlich die Anwesenheit eines Narkosearztes, eines Facharztes für Anästhesie, weil der dafür schaut, dass die Beatmung und die Herz-Kreislauf-Funktion sichergestellt sind. Des Weiteren kümmert sich auch der Narkosearzt um das Schmerzmanagement, und sogenannte Anästhesie-Spezialisten oder Spezialistinnen oder Assistentinnen sind hier einfach fehl am Platze, sondern ich denke, es ist wichtig, dass der Chirurg sich um seine eigentliche Arbeit, zum Beispiel um die Brustvergrößerung, 100% kümmern kann und der Narkosearzt dafür schaut, dass es der Kundin gut geht und irgendwelche halbherzigen Lösungen oder dass der Chirurg auch die Narkose übernimmt, finde ich heute nicht mehr zeitgemäß und auch nicht sicher. Nüchternheit vor der Operation ist ganz wichtig. Da sind die Regeln in den letzten Jahren auch ein bisschen gelockert worden, dass man eben bis 2 Stunden vor dem Eingriff noch etwas trinken darf. 6 Stunden vorher nicht essen ist insofern wichtig, dass es natürlich bei einer Narkose, bei der Einleitung dann zum Erbrechen kommen könnte. Und dann könnte man im Nachhinein Reaktionen haben, die nochmal neu. Warum ist es wichtig? Nüchternheit vor der OP ist insofern wichtig, dass wir heute den Magen eigentlich entleeren können vor der Operation, damit wir das Risiko des Erbrechens vermeiden bei der Einleitung der Narkose. Das ist natürlich wichtig, weil dadurch können dann im Nachhinein Infektionen entstehen. Und deshalb haben wir heute die Regeln schon etwas gelockerter, aber immer noch mit 6 Stunden vor der Operation nichts mehr essen und 2 Stunden vor der Operation nichts mehr trinken. Ein Schluck Wasser ist davon ausgenommen, das kann man durchaus zu sich nehmen. Und natürlich sorgen wir dafür, dass nach der Operation dann, dass es etwas zu essen und zu trinken gibt. Das Essen nach der Operation ist, sobald man sich wieder wohlfühlt, sobald die Kreislaufparameter stabil sind, das ist bei uns meistens eine halbe Stunde nach dem Eingriff und nach dem Zurückkehren in das Überwachungszimmer.
Und dann kann man etwas Leichtes essen. Man sollte nicht gleich zu viel zu sich nehmen, sondern wirklich mit leichter Kost starten. Das gilt auch für die ersten Tage nach der Operation, dass man lieber mehrere kleine Mahlzeiten zu sich nimmt. In der Regel auch mal zuckerhaltige Sachen verwendet, damit der Kreislauf stabil ist.